Bullseye. Und da bin ich auch wieder. Musste nur kurz unterbrechen. Ist eine wichtige Nachricht reingekommen. Und jetzt machen wir hier mal kurz weiter. Ja. Ich hoffe, es ist jetzt vorüber. Und dann machen wir uns schnell eine neue. Genau. Schnell hier. Und hier oben ist die Schaufel. Schon eine gemacht oder war die schon dort schon drin? Ich glaube, die war schon drin. Dann stellt er mich hier unten ein schöner Platz. Und ihr seid jetzt wieder gefragt. Ich habe mir schon lange überlegt, wie ich diesen Ort nennen möchte. Das heißt, diesen Ort, es steht zwar nur ein Haus, aber der Brunnen wurde schon gesetzt. Das heißt, dass wir diesen Brunnen jetzt als Mitte der Stadt ansehen, dass hier ringsum eine Altstadt entsteht mit den Gebäuden. Deshalb tue ich erstmal weiter draußen anfangen Häuser zu bauen, also so ungefähr jetzt erstmal 100 Meter weg. Die tue ich irgendwann mal zur Altstadt hin verbinden, sodass es immer enger wird mit den Wegen und alles mögliche. Aber das ist noch weit gesagt. Eure Aufgabe ist es erstmal, einen passenden Stadtnamen zu finden und ihn mir in die Kommentare zu schreiben. Es muss natürlich passen. Und ja. Vielleicht gebe ich da auch ein paar Ratschläge noch, wie man das angehen kann. Also, wir haben ja hier ein schönes Schafsgehege, wo unsichtbare Schafe sind. An den letzten Folgen schon aufgefallen. Also wir haben drei Schafe. Ich kann da mal kurz schauen. Vielleicht war der Chunk jetzt zu lange schon aktiv. Und die Schafe sind immer nicht. Guck mal, jetzt ist zum Beispiel kein Schaf da. Da passt mal jetzt auf. Ihr hört's ja mähen, ne? Pass auf, jetzt gerade nicht, aber. Ah, jetzt. Ja, ja. Ihr hört's mähen, aber hier ist nichts. Kein Schaf. Ah, da ist ein Schaf. Hm? Habt ihr das gerade gesehen? Nee. Das ist irgendwie immer hinter der Erdsäule. Das ist irgendwie mag ich die Erdsäule. Ja. Bewegt er sich auch? Nicht irgendwie mein Problem. Ja, das bewegt sich. Das ist irgendwie richtig komisch. Setzlinge einsammeln. So. Wir sind ungefähr wieder bei 10 Minuten. Aber ich würde jetzt die Folge etwas länger gestalten. Wenn es jetzt mal ein bisschen länger wird, ist das wahrscheinlich schlimm. Euch bringt es sogar mehr. So. Stadtname. Könnt ihr mir ruhig mal irgendwelche Tipps schreiben. Es kann auch was ganz anderes sein. Ihr braucht nicht auf meine Vorschläge schon achten. Ihr könnt wirklich was Unterhaus erfinden. Und wir tun dann mal schauen, was am besten passt. Und wenn es zu wenige gibt, da könnt ihr auch in den Kommentaren vielleicht mit abstimmen, ob ihr den anderen Stadtnamen, der, wenn andere den in die Kommentare schreiben, auch mögt. Vielleicht nochmal drei Schafe. Sticks sind ja drüben. Oder zwei. Und ein bisschen Salz hier. Wir haben schon viel Erde. Schlafen. So.
Und es geht immer noch weiter, meine lieben Freunde. Wir haben noch ein bisschen Eirenore. Das tun wir gleich mal hier rein. Haben wir da ein paar. Wir haben noch ein bisschen Stuff in der alten Base. Und zwar... Wenn ihr immer noch nicht wisst, was ich hier vorhabe, möchte ich eine Mauer ziehen. Diese Mauer grenzt das hier oben liegende, die hier oben liegende Weide ab hier, na, die Baumfarm. Von den hier unten liegenden Marktplatz, beziehungsweise von den Häusern, die hier noch entstehen. Ja. Würde ich sagen. Hol jetzt mal ein bisschen Cobblestone. Haben wir den Cobblestone? Ach ja, wir haben ja schon Inventar. Das kann man ja rein tun. Können wir zum Beispiel irgendwas reinsetzen? Irgendwelche Bilder? Weiter. Und auf der Seite geht's hier weiter. Weiß nicht, was wir da reinmachen. Vielleicht Schwarzeichenholz. Und da können wir dann eine schwarze Wand hinmachen, sozusagen. Aus Schwarzeichenholz. Mal ganz kurz schauen, wie das aussieht, wenn ich die Blöcke hinmache, also die Stämme. Wie das aussieht. Sieht das noch was aus? Oder ich probiere mal hier. Tu mal eins nicht immer. Wie das so aussieht. Was sieht besser aus? Ich würde schon gleich sagen das, aber das sieht auch schön aus. Das sieht schön aus. Ich würde erstmal das andere nehmen. Wir können ja immer wieder Bäume fällen. Wir haben ja einen riesengroßen Wald. Vielleicht nebenan. Oder ein, zwei. So. Jetzt haben wir da zwei über. Sieht irgendwie ein bisschen blöd hier aus, ne? Was? Spitzhacke. So, bin ich fast wieder reingerannt. Da ist nur so vor, dass der Kopf schwerer abzubauen. Kann man nicht einfach durchziehen. Kommt eine große schwarze Wand hin. Eins, zwei, drei. Haben wir doch nur zwei über. Mann, ist das ätzend. Was machen wir denn da? Weiß ich auch nicht.
erste mit in die Holztruhe damit. So. Ja. So. Könnten wir doch eigentlich schon gleich irgendwas. Na dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt The Kingdom Chroniken, wollte ich gerade sagen, nein, wenn es wieder heißt die Chroniken von der Südesmeraldien Vereinigung. Dann tschüss und auf Wiedersehen, euer Cedric Eisers TV. Tschüss.